Philipp Frisch, die Vorfreude für Samstag schon spürbar so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das Kribbeln geht langsam los. Jeder freut sich auf das Spiel und wir bereiten uns darauf vor und wir sind heiß drauf. Janik Geißler, schon mal DFB-Pokal gespielt? Ja, in der A-Jugend. In der A-Jugend habe ich DFB-Pokal gegen Stuttgart und Nürnberg gespielt, ja. Und? Stuttgart in der ersten Runde als kleiner Niederrheinligist mit Rot-Weiß geschlagen, gegen Nürnberg im Elfmeterschießen ausgeschieden. Ich hoffe, geht so mit Siegen hier weiter. Im richtigen DFB-Pokal, aber wahrscheinlich hauptsächlich am Fernsehen verfolgt. Den habe ich beim Fernseher verfolgt, da hatte ich noch keine Erfahrung. Jetzt wartet die erste Erfahrung mit dem FSV Frankfurt. Was erwartest du von dem Spiel? Ja, ich denke, erstmal wird eine super Kulisse. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen ins Stadion. Und ja, ist was Besonderes, ne? Ist der größte deutsche Pokal. Ich glaube, da träumt jeder Fußballer von mitzuspielen und so viel wie möglich zu reißen. Unabhängig vom Spiel, man freut sich auch so auf das Drumherum, ne? Ja klar, also von so einer Kulisse zu spielen, das ist schon ein großes Ereignis und die Fans werden uns pushen und ich hoffe, dass wir dann auch ein gutes Spiel abliefern und gewinnen werden. Das ist unser Ziel. Jetzt sind wir nicht der Favorit, das kann man, glaube ich, ganz klar so festhalten. Das ist der Zweitligist, FSV Frankfurt. Was erwartest du trotzdem von unserer Mannschaft? Was soll die geben? Was soll die leisten? Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, was wir nicht der Favorit sind. Ich denke, wir können, wenn wir einen guten Tag erwischen, defensiv richtig gut stehen, was wir in der Vorbereitung oft bewiesen haben gegen Wien Wiesbaden, abgesehen zweite Halbzeit, in der ersten Halbzeit, wo man sieht, wenn wir konzentriert hinten defensiv gut stehen und lang die Null halten, denke ich, ist was drin. Man muss gucken, dass man Akzente setzt, vorne ein bisschen sich entlastet. Und dann gehe ich da mit gutem Gewissen ran. Warum sollten dann die Zuschauer ins Laimbachstadion kommen, Samstagabend 20:30 Uhr? Ja, ich denke, der DFB-Pokal ist für jeden eine Reise wert. Für uns Spieler ist auf jeden Fall was Besonderes. Egal von wo die Leute kommen, sie sollen alle vorbeischauen, so viel wie möglich kommen, die Stimmung aufsaugen und dann hoffen wir, dass das einfach ein geiles Spiel wird.